guten Abend zu den Tagesthemen am Ende einer Woche, die die Welt auf den Kopf gestellt hat und mit ihr fast alle Gewissheiten, die jahrzehntelang galten. Ein einzelner Mann hat den Krieg nach Europa gebracht und droht nun sogar, seine Atomstreitkräfte zu aktivieren, in dem irren Glauben, Geschichte zurückdrehen zu können. In eine Zeit, in der Verträge und Vertrauen nichts zählen, sondern nur das Gesetz des Stärkeren. Die großen Bestien fressen die Kleinen. Doch Wladimir Putin hat offenbar nicht damit gerechnet, dass die vermeintlich Kleinen eben nicht schnell klein beigeben. Der Widerstand der Ukrainer, vor allem in und um die Hauptstadt Kiew, ist unerwartet groß. Sabine Krebs. Ein paar Fetzen Stoff, egal wie. Sie wollen und werden ihre Hauptstadt verteidigen, und sei es mit Molotow-Cocktails. Mitten im Zentrum von Kiew haben sich junge Männer gefunden, die nicht einfach aufgeben wollen. In dem Vorort Bucha, 25 Kilometer entfernt von Kiew, soll es zu heftigen Gefechten gekommen sein. Diese Bilder werden von der Nachrichtenagentur AP veröffentlicht. Bestätigt werden können die Informationen nicht. Bisher, so heißt es, sind die russischen Truppen vor Kiew in Stocken geraten. Bürgermeister Klitschko wendet sich erneut an die Einwohner. Wir hoffen, dass diese Nacht ruhig bleibt. Wir hoffen, dass die Russen die Entscheidung treffen und zurück nach Russland gehen. Sie haben hier bei uns nichts zu suchen. Ich sehe so viele Menschen, alle sind stolz auf unsere Armee, auf die Ukrainer, die unsere Stadt verteidigen, unsere Häuser und unsere Familien. Unweit der Hauptstadt brennt dieses Öldepot. Die russischen Truppen haben heute in vielen Regionen der Ukraine angegriffen. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt, ist eine Erdgasleitung in Flammen aufgegangen. Um den Ort hat es erbitterte Gefechte gegeben. Aus dem Kreml am Nachmittag dann erneut alarmierende Nachrichten. Deshalb befehle ich dem Verteidigungsminister und dem Chef des Generalstabs, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft zu versetzen. Diese sogenannten Abschreckungskräfte umfassen offenbar auch Atomwaffen. Der ukrainische Präsident Zelensky wiederum soll inzwischen Verhandlungen mit einer russischen Delegation an der Grenze zu Belarus zugestimmt haben. Er selbst hatte bereits mehrfach Gespräche mit Moskau angeregt. Ich glaube nicht wirklich an ein Ergebnis dieses Treffens. Aber lassen Sie es uns versuchen, damit kein Bürger der Ukraine daran zweifelt, dass ich, der Präsident, es nicht versucht hätte, den Krieg zu beenden, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt. Viele Menschen versuchen weiter, das Land zu verlassen. Hier Bilder von der Grenze nach Rumänien. Insgesamt sollen nach Angaben der EU-Kommission bereits 300.000 Flüchtlinge in der Europäischen Union angekommen sein. Eine Reise ins Ungewisse. Und die neuesten Wendungen zu sortieren hilft uns einmal mehr der Sicherheitsexperte an der Bundeswehr-Uni München, Carlo Masala. Schönen guten Abend, Herr Masala. Schönen guten Abend, Frau Mioska. Würden Sie uns das übersetzen, was das heißt? Putin versetzt seine Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Ja, es gibt in der russischen sozusagen Skala vier Stufen für diese strategischen Streitkräfte, worunter auch die Atomstreitkräfte fallen. Das ist normal, erhöhte Alarmbereitschaft, militärische Gefahr und das, was man dann voll nennt, also dann sind wir beim Nuklearkrieg. Das heißt, er versetzt die in die zweite Stufe. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir jetzt kurz vor einem nuklearen Schlagabtausch zwischen der Russischen Föderation und anderen Staaten stehen würden. Die Atomstreitkräfte sind in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, wie übrigens auch schon 2014, als Putin die Krim annektierte und sozusagen den Rebellen im Donbass geholfen hat. Und warum macht er das jetzt? Meine Interpretation ist, dass Putin den Westen, grob gesprochen, davon abhalten will, abschrecken will, weiterhin diese massive politische, ökonomische und vor allen Dingen militärische Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte zu liefern, die es ja seinen eigenen Truppen offensichtlich so schwer machen, ihre militärischen Ziele in der Ukraine zu erlangen. Also es ist eine Nachricht an den Westen, wenn er hier die Nuklearstreitkräfte ins Spiel bringt, die Unterstützung, die massive Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Aber es steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu, dass Deutschland, das ist ja nun auch gerade passiert, nun eine in Stein gemeißelte Doktrin wegwarf und nun die Ukraine auch mit Waffen unterstützt.
Nein, das ist keine Reaktion auf die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz heute im Deutschen Bundestag. Das ist sozusagen, Putin steht, was diese militärische Invasion anbelangt, momentan mit dem Rücken an der Wand. Sie läuft weitaus schlechter, als man sich das vorgestellt hat. Er hat ein Problem, seine Ziele dort zu erreichen. In Russland selber wächst auch der innenpolitische Widerstand gegen diesen Angriffskrieg. Und von daher ist jetzt der Hinweis auf die Nuklearstreitkräfte sozusagen ein Versuch, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden und den Westen davon abzuschrecken, weiterhin diese sehr große militärische Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte aufrechtzuerhalten. Und was geschieht jetzt in der NATO und in den USA? Wie geht man mit dieser Drohung um? Das bleibt abzuwarten. Also sicherlich wird es eine Aufgabe der NATO sein, hier in sehr sorgfältigen Worten eine richtige Antwort zu finden. Die USA haben ihrerseits ihre Nuklearstreitkräfte noch nicht in erhöhter Alarmbereitschaft. Also es wäre das Äquivalent sozusagen DEFCON 3. Die Experten wissen das, das wäre die erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Ich denke, es ist sinnvoll, seitens der NATO hier jetzt relativ ruhig zu bleiben und seitens des Westens weiterhin die Unterstützung für die Ukraine zu liefern. Das ist das, womit man Putin am meisten den Wind aus den Segeln nehmen kann. Weil momentan, wie gesagt, ist es ein Signal an den Westen, das wir nicht unbedingt aufnehmen müssen und uns gleichzeitig jetzt sozusagen in eine ängstliche, erhöhte Alarmbereitschaftsposition versetzen müssen. Nun sollen morgen ja Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Nicht wie von den Russen vorgeschlagen in Belarus, weil von dort ja auch russische Panzer losgeschickt werden, sondern eben deshalb im ukrainisch-belarussischen Grenzgebiet. Mit Hoffnung auf Erfolg? Nein, ich glaube nicht. Wenn man sich anschaut, was da für eine Delegation seitens der Russen hingeschickt worden sind, da sind keine professionellen Diplomaten dabei. Das sind Putin-Gefolgsleute, aber das ist sozusagen nicht das russische Auswärtige Amt. Und Zelensky hat schon in seiner Rede meines Erachtens sehr richtig darauf hingewiesen, dass von diesen Gesprächen nicht viel zu erwarten ist, dass die Ukraine sie natürlich trotzdem wahrnimmt, um jede Möglichkeit nach einem Frieden auszuloten. Es ist auch schwer vorstellbar, dass Putin auf seine Maximalforderungen, nämlich Kapitulation der Ukraine, Neutralisierung der Ukraine verzichten wird. Und das ist natürlich für die Ukraine unannehmbar. Also von daher sollte man keine großen Hoffnungen in diese Gespräche, die jetzt stattfinden, setzen. Sagte Sicherheitsexperte Carlo Masala. Danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung geführt. Es klingt verrückt, aber dass in der Ukraine gerade Russen und Ukrainer aufeinander schießen, das wissen viele Menschen in Russland nicht oder sie wollen es nicht glauben. Die russischen Staatsmedien dürfen das Wort Krieg weder schreiben noch aussprechen. Offiziell heißt das hier Operation zur Friedenssicherung. Und wer, weil er eben doch mehr Informationen aus dem Internet hat, gegen diese Absurdität und gegen den Angriff auf die Ukraine seinen Protest auf die Straße trägt, lebt wie hier in St. Petersburg sehr gefährlich. Deshalb ist der Mut der Demonstranten gar nicht hoch genug zu schätzen. David Zajons und Demian von Osten. Eine Demo, die eigentlich keine sein darf und die deshalb unterbunden wird, hier in Moskau. Die starke Polizeipräsenz führt dazu, dass sich viele gar nicht erst trauen zu protestieren, aus Angst vor Festnahmen. Wir sind nicht einverstanden mit dem, was passiert. Wir sind unter Schock. Wir wissen nicht, wie wir das zum Ausdruck bringen können, weil uns niemand zuhört. Wir werden verjagt. Wir werden geschlagen. Wir haben Angst, auf die Straße zu gehen, denn wir werden sofort festgehalten. Jedes Wort von uns wird sofort feindselig aufgenommen. Wir bekommen einfach keine Möglichkeit, auf eine genehmigte Demo zu gehen. Ich habe es nicht mal versucht. Ich habe gesehen, wie schnell die Leute festgenommen wurden, wenn sie mit irgendwas rausgingen. In rund 50 russischen Städten haben sich heute Menschen versammelt. Besonders groß fiel die Demonstration hier in St. Petersburg aus. Landesweit gab es bei den Demos 2500 Festnahmen, berichten Menschenrechtsorganisationen. Viele Russinnen und Russen sind aber auf Regierungslinie. Die Propaganda im Staatsfernsehen leugnet, dass es in Kiew Kämpfe gibt. Kein Wort von zivilen Opfern oder Angriffen auf zivile Ziele. Es sei gar kein Krieg. Die Menschen hier liefern Hilfsgüter, aber ausschließlich für die nach Russland gebrachten Flüchtlinge aus den Separatistengebieten. Viele sind überzeugt, die Panzer rollten nur zu deren Unterstützung. Das ist gar kein Krieg, das ist eine Sondermilitäroperation gegen Nazis, die Macht in der Ukraine ergriffen haben. Aber der Präsident ist Jude, wie kann er gleichzeitig Nazi sein? Wir leben in erstaunlichen Zeiten.
Ich unterstütze natürlich unseren Putin. Das ist kein Krieg, nur eine Sondermilitäroperation. Rückhalt für ihren Präsidenten von vielen Russen. Wer sich gegen ihn stellt, muss befürchten, im Gefängnis zu landen. Ja, lassen wir uns das noch mal einschätzen von unserem Korrespondenten Demian von Osten in Moskau. Demian, wenn es für jeden Einzelnen so gefährlich ist, die Stimme zu erheben gegen einen Krieg, ist es dann überhaupt denkbar, dass daraus eine Massenbewegung werden könnte? Kann ich mir im Moment noch relativ schwer vorstellen, denn die Menschen haben doch große Angst, sich zu äußern. Und viele wägen dann ab, was ist das kleinere Übel für mich, entweder zu schweigen und es hinzunehmen oder sie riskieren ja dann 30 Tage in Haft zu kommen. Also das wollen viele nicht eingehen, dieses Risiko. Wenn wir aber zurückdenken, gab es ja Zeiten, wo es in Russland wirklich große Massenbewegungen gab. Und es gab auch Zeiten, wo ein Politiker namens Alexei Nawalny es geschafft hat, zigtausende Menschen, zehntausende Menschen auf die Straße zu bringen. Aber danach sieht es im Moment nicht so aus. Denn insbesondere auch wegen der Wirtschaftssanktionen, die die Menschen jetzt treffen dürften, ist erstmal jeder mit sich selber beschäftigt. Ja, Sie sprechen es an, nicht nur die russische Führung, sondern fast alle Menschen in Russland werden die Wirtschafts- und Finanzsanktionen auf die eine oder andere Weise zu spüren bekommen. Wie groß ist die Bereitschaft, das hinzunehmen? Was glauben Sie? Also das fängt ja jetzt schon an, dass die Menschen das spüren. Es gibt deutlich weniger Flüge, es ist nicht mehr möglich, so leicht nach Europa zu kommen. Und man merkt das auch schon an den Kursen, die sich abzeichnen für morgen. Es war gestern Abend, als ich versucht habe, Geld zu bekommen, schon schwierig, einen Bankautomaten zu finden, wo man noch Geld abheben konnte. Es funktionieren schon Bankbezahlsysteme wie Apple Pay und Google Pay nicht mehr richtig. Also das merken jetzt wirklich alle Russinnen und Russen und auch diejenigen, die bisher gesagt hatten, Politik, das ist nichts für mich. Sie werden sich jetzt in irgendeiner Weise damit beschäftigen müssen und viele werden sich dann die Frage stellen, woran liegt es, dass ich jetzt solche Einschränkungen habe? Und das ist dann vielleicht auch die entscheidende Frage für Europa, ob es gelingt zu kommunizieren, dass es Sanktionen gegen die russische Führung sein sollen und eben nicht gegen die Menschen hier. Einschätzung von Demian von Osten. Danke nach Moskau. Gerne. In der Sondersitzung des Bundestages konnte man heute innerhalb weniger Minuten beobachten, wie sich jahrzehntelange Außen- und Sicherheitspolitik in Luft auflöste und klar wurde, die deutsche Zurückhaltung, vor allem die militärische, ist beendet. Deutschland will nicht mehr nur der Diplomat sein, will Waffen liefern an die Ukraine und sehr viel mehr Geld in die Bundeswehr stecken. Eine historische Entscheidung, die, wie Vizekanzler Habeck sagte, richtig sei, aber ob sie gut sei, wisse noch niemand. Aus Berlin, Tom Schneider. Die ukrainische Fahne weht vor dem Bundestag. So etwas kommt nicht oft vor, genauso wie eine Sondersitzung am Sonntag. Zu Beginn Ovationen fast aller Fraktionen für Kiews Botschafter. Sie sollen belegen, Deutschland zeigt jetzt klare Kante. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben. Dieser Krieg ist ein Angriff auf unseren Frieden in Europa. Dieser Krieg ist ein Angriff auf unsere Freiheit. In dieser Zeit der Entscheidung ist Klarheit gefordert, wo wir stehen. Wir stehen in Solidarität an der Seite der Ukraine. Zeitenwende ist ein viel benutztes Wort in dieser Woche, die an schockierenden Nachrichten so reich ist. Die Regierung Scholz vollzieht gleich mehrere Kehrtwenden. Die jüngste: Deutschland rüstet auf in der Verteidigungspolitik. Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen sollen der Bundeswehr in diesem Jahr Auftrieb geben, genauso wie dauerhaft erhöhte Verteidigungsausgaben von mindestens 2% der Wirtschaftsleistung. Die mangelhafte Ausrüstung der Truppe ist in den vergangenen Jahren oft beklagt worden. Die Verteidigungsministerin kündigt im Bericht aus Berlin an, die Auftragsvergabe im Beschaffungswesen der Bundeswehr zu überarbeiten. Jetzt müssen wir deutlich besser werden und uns in die Lage versetzen, die Landes- und Bündnisverteidigung auch wirklich durchführen zu können. Eine verfehlte Verteidigungspolitik der vergangenen Jahre habe viel Schaden angerichtet, meint die AfD.
eine heruntergewirtschaftete Armee und eine marginalisierte Rüstungsindustrie. Das ist das Erbe von 16 Jahren Angela Merkel. Die Linke kritisiert dagegen die angestrebte Aufrüstung. Dieses Hochrüsten, diese Militarisierung, die können und werden wir als Linke nicht mittragen. Die Union lobt Scholz ungewöhnlich offen. Unterstützung für den Regierungskurs vom Oppositionsführer. Wenn Sie eine umfassende Ertüchtigung unserer Streitkräfte wollen, und wir wollen sie ganz offensichtlich ab heute mit Ihnen, dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit Ihnen gehen. Viel fraktionsübergreifender Applaus begleitete diese Sondersitzung des Bundestags. Die größte Einigkeit herrschte, als der Kanzler den Mut der Russinnen und Russen pries, die trotz Strafen gegen ihren Präsidenten auf die Straße gehen. Die politische Wende und was sich jetzt wirklich wendet. Die Meinung vom stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtstudios, Matthias Deiß. Was für eine Kehrtwende. In geradezu atemberaubendem Eiltempo beerdigen Bundeskanzler Scholz und seine Ampel jahrzehntelange Grundfesten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Gravierende Kursänderungen hat es in Deutschland ja schon öfter gegeben. So scharf abgebogen aber ist eine Bundesregierung wohl noch nie. Es war aber auch allerhöchste Zeit, denn nur zur Erinnerung, noch gestern war Deutschland der zaudernden Ampel wegen isoliert. Die bremste als letztes EU-Land beim Thema SWIFT-Ausschluss, hatte uns mit der Ankündigung, statt Waffen 5000 Helme an die Ukraine zu liefern, lächerlich gemacht. Und sie ignorierte Forderungen nach der Aufgabe von Nord Stream 2 oder der Erfüllung des 2%-Ziels beim Militärhaushalt, solange es nur irgend ging, wie schon die Vorgängerregierung. Wenn Deutschland nun wirklich Verantwortung übernimmt, dann nicht, weil es will, sondern weil es muss. Ausgerechnet die Grünen erhöhen jetzt also den Verteidigungshaushalt. Ausgerechnet die SPD bricht also mit der Bindung an Russland. Und ausgerechnet die FDP macht mit eigenem Finanzminister enorme Schulden. Die Aufrüstung der Bundeswehr, der Umbau der Energieversorgung, die politischen Großprojekte, die der Kanzler da heute per Handstreich verkündete, sie werden Jahre dauern. Und darüber, was in der Zwischenzeit passiert, hat Olaf Scholz heute wenig gesprochen. Höhere Energiepreise, längere Atomkraft, ein späterer Kohleausstieg. Es sind viele Fragen offen. Konkrete Antworten für die Details zu finden, das wird für die Ampel der nächste Realitätsschock. Die Meinung von Matthias Deiß. Als Olaf Scholz heute die tapferen Demonstranten in Russland und die Widerständler in der Ukraine erwähnt, stehen, wir haben es gerade gesehen, im Bundestag alle auf, bis auf die AfD. Direkt vor der Tür des Parlaments erheben so viele Menschen wie lange nicht mehr ihre Stimme gegen Krieg und sie protestieren gegen den barbarischen Überfall Russlands. Es waren über 100.000, weit mehr als man erwartet hatte. Robert Holm. 20.000 Menschen wurden erwartet. Doch die Demonstration gegen den Krieg hat noch nicht mal richtig begonnen. Da ist schon klar, es werden deutlich mehr. Die Straßen hier sind überall voll. Der Park ist voll. Diese Straße ist voll. Heute hier gegen den Krieg. Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen und musste mir das Weinen unterdrücken, weil ich so berührt bin, dass so viele Menschen aufstehen. Sie hat heute Morgen noch ihre 85-jährige Mutter angerufen, gefragt, ob die mitkommen will. Weil ich weiß, wie nah es ihr geht und wie alte Ängste hochkommen. Also die Kriegszeit ist absolut wieder da im Gehirn. Wir kennen noch die Bomben, wo man als Kind gefragt hat, das sind Mutti, was ist das? Viele saßen diese Woche oft vorm Fernseher, am Smartphone, verfolgten die Nachrichten genau, fühlten sich machtlos. Doch sie alle zusammen sind heute ein beeindruckendes Zeichen für den Frieden. Wir sind hier einfach hingegangen, weil wir gesagt haben, das ist heute der Tag, wo man auch mal mit seinen Kindern zusammen rausgehen sollte und sagen sollte, so kann es nicht weitergehen. Ich hoffe, dass in den sozialen Medien so viele Menschen wie möglich sehen, dass wir hier zusammenkommen und dass man das in Russland auch mitbekommt. Das ist eigentlich meine große Hoffnung, dass Leute, die bis jetzt noch Putin unterstützen, dass die dazu führen, dass er abtritt. Vom Fernsehturm, vorbei an der russischen Botschaft bis zur Siegessäule. An vielen Orten in Berlin-Mitte wurde heute friedlich demonstriert. Viele Menschen aus der Ukraine waren dabei.
aber auch viele Russen. Am Ende sind es mehr als 100.000 Menschen, sagt die Polizei. 500.000 sagen die Veranstalter. Was haben Sie gedacht, als Sie heute auf diese Straße gekommen sind und die ganzen Menschen gesehen haben? Ich war zufrieden, sehr zufrieden. Es sind vielleicht die positivsten Bilder, die es in dieser Woche gab. Wenn Sie den Menschen in der Ukraine helfen wollen, dann können Sie spenden, und zwar beim Bündnis Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Nothilfe Ukraine. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 und online unter spendenkonto-nothilfe.de. So, dann bringen wir zum Ende der Sendung hoffentlich noch etwas Sonne ins Leben, Sven. Ja, in der Tat, Karin, das will ich versuchen, auch wenn natürlich das Wetter im Moment eine große Nebensache ist. Aber morgen gibt es tatsächlich noch mal viel Sonnenschein in Deutschland. Das kann ich an dieser Stelle schon mal erwähnen. Wir gucken ganz kurz zu Anbeginn mal auf den heutigen Tag. Hochschwarzwald, Windquellweiher. Das ist dieser See hier von Daniel Hanselmann aufgenommen. Blauer Himmel von den Frühstunden an. Wer sich übrigens auskennt, dahinter ist dann der Schluchsee. Und was man jetzt merkt, die Tage werden ja deutlich länger, jetzt Ende Februar. Morgen Sonnenaufgang 7.10 Uhr, Untergang 18.10 Uhr. Das sind exakt 11 Stunden, ungefähr 3 Stunden mehr als der kürzeste Tag. Und entsprechend sind die Nächte auch schon kürzer. Trotzdem, Sonneneinstrahlung bringt mittags höhere Temperaturen. Nachts wird es aber noch mal kalt in den nächsten Nächten. Wir springen mal von Baden-Württemberg in Richtung Sachsen nach Dresden. Und da sehen Sie die Tiefstemperaturen in den kommenden Nächten meistens zwischen minus 4 und minus 6 Grad. Also Frühling ist das noch nicht. Das ist nachts noch richtig kalt. Und der Wetterablauf ist ein freundlicher. Wir gucken zunächst in die Nacht, wo sich hier gerade von Schleswig-Holstein runter bis Sachsen noch mal dichtere Nebelfelder bilden können. Es entwickelt sich ein bisschen weiter, verschwindet morgen Vormittag rasch. Und dann gibt es den Sonnenschein. Diese Wolken hier, ich trete mal ein Stück zurück, die hier von den britischen Inseln kommen, die kommen dann erst am Dienstag. Temperaturen morgen früh, die sind ganz schön tief, minus bis minus 5 Grad, 0 bis minus 5 Grad. Höhere Lagen minus 8 bis minus 12 in den Alpen. Morgen dann am Nachmittag aber plus 13 im Kölner Raum. Das ist die Februarsonne, für die meisten 5 bis 10 Grad. Die Aussichten zeigen dann am Dienstag von Westen kommende Wolken. Temperaturen so ähnlich, die Nacht wieder kalt. Mittwoch insgesamt mehr Wolken und ab und zu im nördlichen Nordrhein-Westfalen ein paar Tropfen, Karin. Vielen Dank, Sven. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. In Titelthesen Temperamente sprechen jetzt russische und ukrainische Künstlerinnen und Künstler über den Krieg. Empfehle ich Ihnen sehr. Und alles Aktuelle in der Ukraine finden Sie jederzeit bei uns auf tagesschau.de. Morgen in den Tagesthemen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Auf Wiedersehen.